Der ermittelnde Kommissar des Attentats auf das Satiremagazin Charlie Hebdo begeht Selbstmord. Handelt es sich hier um einen Zufall oder um einen roten Faden? Zu dieser Frage heiße ich Sie herzlich willkommen auf Klagemauer TV aus dem Studio Mainz. Gemäß französischen Medienangaben soll der 45-jährige Elric Fredoux, der ermittelnde Kommissar des Anschlags auf das Satiremagazin Charlie Hebdo, ausgerechnet in der Nacht nach dem Terroranschlag, also auf den 8.1.2015, Selbstmord begangen haben. Ein Vertreter der Polizeigewerkschaft sagte, dass Fredoux schon seit längerer Zeit an Depressionen gelitten haben soll. Mehr ist bislang noch nicht bekannt. Doch was bekannt ist, ist, dass es schon unzählige Fälle gab, in denen Zeugen oder Ermittler auf mysteriöse Weise gestorben sind. Meistens handelte es sich um Fälle, in denen Gegenstimmen zur Darlegung eines Ereignisses von der offiziellen Version abwichen und die toten Zeugen die Gegenstimmen mit ihren Aussagen gestützt hätten. Ist es wirklich nur eine Häufung von Zufällen, dass gerade in solchen Fällen Ermittler oder Zeugen auf mysteriöse Weise gestorben sind? Oder könnte es sich doch um eine geplante Zeugenbeseitigung handeln, weil sie zu viel wussten? Wir von klar.tv sind dieser Spur nachgegangen und haben für Sie die wichtigsten Ereignisse zusammengetragen. Erstens den Tatbestand und die offizielle Version, zweitens die Gegenstimmen, die oft als Verschwörungstheorien bezichtigt werden, und drittens die Zeugen bzw. Ermittler, die beim jeweiligen Fall auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen sind. Urteilen Sie selbst, ob es sich hierbei um eine Häufung von Zufällen oder allenfalls doch um eine geplante Zeugenbeseitigung handeln könnte. Der Länge wegen verzichten wir auf eine ausführliche Beweisführung, die jedoch in den angegebenen Quellen überprüft werden kann. In diesen Quellen sind die mehrere Male erwähnten Hinweise auf die mysteriösen Selbstmorde oder sonstigen Todesursachen mit Hintergründen belegt. Tatbestand. Der Fall de Trou. Schon 1986 wurde der Belgier Marc de Trou wegen Entführung und Missbrauchs von 5 jungen Frauen zwischen 12 und 19 Jahren verhaftet. 1992 wurde de Trou frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Danach, bis 1996, hat er mehrere Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 19 Jahren entführt und sexuell missbraucht. Seinen Komplizen sowie zwei von ihm entführte jugendliche Frauen hat er ermordet. Am 13.08.1996 wurde de Trou abermals verhaftet. Zwei von ihm entführte achtjährige Mädchen verhungerten eingesperrt, während er im Gefängnis war. Gemäß der Ermittlungsakte des Staatsanwalts sei de Trou kein Einzeltäter, sondern Teil eines internationalen Pädophilen- und Kinderpornonetzwerks. Gemäß Äußerungen Dutrous sollen diese Verbindungen bis hin in die höchsten politischen Kreise im Königreich geführt haben. Diese höchsten Kreise wurden jedoch nie enthüllt. Laut der ZDF-Reportage Die Spur der Kinderschänder Dutrou und die toten Zeugen von 2001 verstarben während der Ermittlungszeit nach Dutrous Verhaftung 27 Zeugen, die im Prozess aussagen wollten. Der Staatsanwalt beging im Juli 1999 angeblich Suizid. Tatbestand 9/11. Offizielle Version: 19 Flugzeugentführer, die der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida angehört haben sollen, hätten am 9.11.2001 zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York City gelenkt und eines in das Pentagon bei Washington. Die beiden Zwillingstürme sowie das umliegende Gebäude Nummer 7 seien als Folge davon eingestürzt. Die Anschläge verursachten den Tod von etwa 3000 Menschen. Die US-Regierung und oder mit ihr verbundene Geheimdienste wussten vorher von den Anschlägen und hätten sie zugelassen oder sie sogar aktiv geplant und durchgeführt. Die Zwillingstürme sowie Gebäude Nummer 7 seien durch eine kontrollierte Sprengung, die vorher im oder unter den Gebäuden angebracht worden seien, zum Einsturz gebracht worden. Möglicherweise hätte es gar keine Flugzeuge gegeben. Sehr viele Zeugen von 9/11 sind eines mysteriösen Todes gestorben. Sie hatten gemeinsam, dass ihre Aussagen alle die Sichtweise der Gegenstimmen stützten. Hier einige Beispiele.
Der Pilot des Hubschraubers des Fernsehsenders ABC, aus dem angeblich die Aufnahmen für den zweiten Flugzeugeinschlag in den Nordturm gemacht worden seien, wurde 2007 auf mysteriöse Weise von einem Taxi getötet. Der frühere Notfallkoordinator widersprach dem offiziellen 9/11-Bericht. Es hätte im Gebäude Nummer 7 eine Explosion gegeben, bevor der Turm eingestürzt ist. Jennings starb auf mysteriöse Weise 2008. Ein Hausmeister im World Trade Center berichtete von Explosionen in einem der Türme. Er starb bei einem angeblichen Selbstmord. Eine Klägerin, die an 9/11 ihren Mann verlor, starb während eines mysteriösen Flugzeugabsturzes am 12.02.2009. Ein ehrenamtlicher Anwalt für die Opfer von 9/11 starb am 28.04.2009, als sein einmotoriges Flugzeug abstürzte. Tatbestand: Der Fall Jörg Haider. Offizielle Version: Der österreichische Politiker Jörg Haider verstarb in der Nacht zum 11.10.2008 bei einem Verkehrsunfall. Er sei stark alkoholisiert, mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen einen Betonpfeiler geprallt. Es sei ein Attentat gewesen. Im Obduktionsbericht sei kein Alkohol im Magen festgestellt worden. Stefan Petzner, der erste Vertraute und Pressesprecher von Jörg Haider, legte offen, dass Haider brisante Informationen aus Kreisen der Hochfinanz gehabt hätte, die im Zusammenhang mit riesigen international vernetzten Banken und Finanzsystemen stehen. Der damalige Chefermittler Manfred Dörfler soll sich bereits am 11.10.2013, ausgerechnet am 5. Todestag Jörg Haiders, selbst das Leben genommen haben. Er soll psychische Probleme gehabt haben. Der Tod des Chefermittlers sei regelrecht zum Staatsgeheimnis gemacht worden. Tatbestand: Der Fall Natascha Kampusch. 1998 wurde die damals 10-jährige Österreicherin von Wolfgang Priklupil in Wien entführt und mehr als 8 Jahre lang in seinem Haus gefangen gehalten. Kampusch konnte 2006 fliehen. Priklupil beging daraufhin Selbstmord. Priklupil sei kein Einzeltäter gewesen, sondern hätte Verbindungen zur Rotlicht-, Sadomaso- oder pädophilen Szene gehabt. Priklupil habe nicht Selbstmord begangen, sondern sei ermordet worden. Chefermittler Franz Kröll hätte angeblich am 25. Juni 2010 Selbstmord begangen. Dies wurde unter anderem von seinem Bruder bestritten. Kröll verwies auf zahlreiche offene Fragen nach den Ermittlungen und äußerte öffentliche Kritik am Abschlussbericht des Falles. Tatbestand: Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, offizielle Version. Der NSU sei eine rechtsextreme terroristische Vereinigung in Deutschland und bestünde aus 3 Mitgliedern. Dem NSU wird unter anderem eine Mordserie in den Jahren 2000 bis 2006, darunter die sogenannten Dönermorde und verschiedene Sprengstoffanschläge, zur Last gelegt. 2007 sollen Mitglieder des NSU in Heilbronn eine Polizeivollzugsbeamtin erschossen und einen weiteren Polizeibeamten mit einem Kopfschuss lebensgefährlich verletzt haben. Diese nehmen ein Staats- oder Geheimdienstkomplott an. Die 3 Mitglieder der NSU seien eher Werkzeuge oder sogar Sündenböcke für andere Kreise. Die Widersprüche in der Selbstmordthese seien gravierend. Es gibt 6 angebliche Selbstmorde. Die 2 Hauptverdächtigen, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, der aussagewillige Florian Heilig, ein Insider terroristischer Untergrundstrukturen und 3 hohe Polizeibeamte aus Thüringen. Ein wichtiger 7. Zeuge sei im April 2014 im Alter von 39 Jahren an Diabetes gestorben. Dieser soll als Verbindungsmann unter anderem die NSU finanziert haben. Terroranschlag am 7. Januar 2015 auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris. 2 maskierte Terrorkämpfer drangen in die Redaktionsräume der Zeitschrift ein, töteten 11 Personen und ermordeten einen Polizisten auf der Flucht. Offizielle Version: Es sei ein islamistisch motivierter Terroranschlag gewesen und die Täter hätten sich später angeblich zum Terrornetzwerk Al-Qaida im Jemen bekannt. Am 9.01. wurden beide Täter erschossen. Ein angeblich 3. Täter wurde bei der Erstürmung des jüdischen Supermarktes durch Sicherheitskräfte erschossen.
Verschiedene Ungereimtheiten deuten darauf hin, dass es sich um eine sogenannte Operation unter falscher Flagge handeln könnte. Sehen Sie dazu unseren ausführlichen Medienkommentar vom 10. Januar 2015, Teil 2. Aufgrund der Professionalität des Attentats, das innerhalb von 5 Minuten ausgeführt wurde, könne es sich bei den Attentätern um militärisch trainierte Spezialisten von Geheimdiensten handeln. Der 45-jährige ermittelnde Kommissar des Anschlags, Elric Fredou, soll in der Nacht auf den 8.01.2015 Selbstmord begangen haben. Weiteres dazu ist derzeit noch nicht bekannt. Meine Damen und Herren, dies war eine Zusammenstellung nur der bekanntesten Fälle, bei denen Ermittler oder mögliche Zeugen auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen sind. Diese Liste ist bei weitem nicht vollständig. Sollten Ihnen ebenfalls solche Fälle bekannt sein, dann helfen Sie mit, diesen roten Faden weiter zu verfolgen und senden Sie Ihren Hinweis an Klagemauer TV. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Guten Abend. Wurde der Totalchef Christophe de Mongerie ermordet? Mit dieser Frage begrüße ich Sie hier aus dem Studio Nürnberg. Der Chef des französischen Energiekonzerns Total, Christophe de Mongerie, hatte Mitte Oktober 2014 an einer Regierungskonferenz in der Nähe von Moskau teilgenommen, auf der es um ausländische Investitionen ging. Auf diesem hochkarätigen Treffen soll auch die Übertragung von Ölförderrechten von Exxon auf Total verhandelt worden sein. In seiner Rede verurteilte de Mongerie die westlichen Sanktionen gegen Russland als ungerecht und kontraproduktiv. Er wehrte sich gegen die amerikanische Bevormundung. In seinem letzten Interview griff er sogar die Vormachtstellung des US-Dollars an, indem er sich dafür aussprach, Ölgeschäfte in Zukunft in Euro abzuwickeln. Damit prangerte er offensiv die US-gesteuerte Sanktionspolitik gegen Russland an. Als der Totalchef am 20. Oktober 2014 aus Moskau abreisen wollte, starb de Mongerie bei einem mysteriösen Flugzeugunfall. Sein Privatjet prallte angeblich mit einem Schneepflug zusammen, obwohl gar kein Schnee lag. Bis heute wurden keine Bilder von dem Schneepflug veröffentlicht. Nur wenige Minuten nach dem Crash wurde bekannt gegeben, dass der vermeintliche Schneepflugfahrer betrunken war. Dieser bestritt jedoch und sagte aus, sich an die Anweisungen der Flugsicherheit gehalten zu haben. Diese und zahlreiche weitere Ungereimtheiten lassen vermuten, dass de Mongerie ermordet wurde. So erschütternd diese Nachrichten auf der einen Seite sind, so bewundernswert ist der Mut von Christophe de Mongerie, durch den wir wiederum nun mehr Klarheit bekommen haben. Deshalb, liebe Zuschauer, verbreiten Sie diese Nachrichten möglichst an alle Ihre Bekannten und Freunde, damit all diese Widrigkeiten ans Licht kommen und sich etwas verändern kann. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich begrüße ich Sie hier im Studio Dresden zu unserem heutigen Medienkommentar mit der Frage: Wird die Pegida-Bewegung für andere Zwecke instrumentalisiert? Kein anderes Thema spaltet die Gemüter derzeit mehr als die wöchentlichen Demonstrationen der sogenannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, kurz Pegida. Dabei haben die Demonstrationen jeweils montags hier in Dresden sehr klein begonnen. Am 20. Oktober 2014 betrug die Teilnehmerzahl erst 350. Laut Polizeiangaben wuchs diese kontinuierlich auf mehr als 25.000 am 12. Januar 2015 an. Die Veranstalter sprachen von 40.000 Teilnehmern. Inzwischen haben sich die Demonstrationen auf weitere Städte in Deutschland ausgeweitet. Sogar in andere Länder wie zum Beispiel Norwegen, Schweden, Österreich, Belgien und der Schweiz beginnt sich die Pegida-Bewegung auszuweiten. Einstweilen haben nun auch Gegendemonstrationen in verschiedenen Städten Deutschlands eingesetzt. Dabei gehen die Schätzungen der Teilnehmerzahlen weit auseinander. Spiegel Online spricht von 100.000 Gegendemonstranten bundesweit. In Leipzig sollen es 30.000 gewesen sein. In mehreren Städten kam es sogar zu schweren linksextremen Ausschreitungen. So hat sich derzeit die Lage so zugespitzt,
dass die heutige Pegida-Demo vom 19.01. von den Pegida-Organisatoren abgesagt wurde. Es seien konkrete Anschlagsdrohungen islamistischer Extremisten bekannt geworden. Auch die Polizei hier in Dresden hat deswegen für heute alle öffentlichen Kundgebungen verboten. In Presse und Politik sind die Pegida-Demonstrationen zum Dauerthema geworden. Dabei wird an den Pegida-Machern und Demonstrierenden kaum ein gutes Haar gelassen und unentwegt gegen sie aufgestachelt. Wir von KlarTV haben diese Entwicklung verfolgt. Zuerst möchten wir heute auf Ähnlichkeiten zwischen den Pegida- und den Euromaidan-Demonstrationen in Kiew hinweisen. Danach halten wir drei Punkte fest, die die Pegida-Bewegung betreffen. Die Protestbewegung auf dem Maidan in Kiew war ursprünglich gegen die illegalen und korrupten Machenschaften der Oligarchen gerichtet. Ein Oligarch ist einer von wenigen Herrschenden im Land, der durch seinen Reichtum Macht zu seinem alleinigen Vorteil ausübt. Diese Oligarchen wurden für das große soziale Elend in der Ukraine verantwortlich gemacht. Bemerkenswerterweise waren es dann gerade diese verpönten Oligarchen, welche die Euromaidan-Demonstrationen zu ihren eigenen Gunsten nutzten. Mit den von ihnen kontrollierten Medien und Oppositionspolitikern stachelten sie das Volk gegen die Regierung Janukowitsch auf. Gleichzeitig wurde das Volk von dritten, gewalttätigen Gruppierungen unterwandert, was schließlich zur Absetzung von Staatspräsident Janukowitsch führte. In mehreren Sendungen haben wir ausführlich darüber berichtet, wie beispielsweise in der Sendung, welche Sie unter dem eingeblendeten Link anschauen können. Das Resultat? Die Oligarchen besetzen alle wichtigen Ämter im Land. Es wird mit unfassbarer Brutalität gegen Oppositionelle sowie unschuldige Zivilisten im Osten des Landes vorgegangen. Das Volk ist gespalten mehr denn je. Mit diesem Blickwinkel möchten wir nun drei Punkte betrachten, welche die Pegida-Bewegung betreffen. Erstens. Es gilt sich vor Augen zu führen, gegen was genau die Pegida-Demonstrationen gerichtet bzw. nicht gerichtet sind. Um diese Frage zu beantworten, greifen wir auf das Positionspapier der Pegida zurück, das von den Pegida-Machern vertreten wird. Dabei gilt es, eine entscheidende Unterscheidung zu machen. So sei zum Beispiel Pegida nicht gegen die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen oder anderer Verfolgten, sondern gegen eine Toleranzpolitik gegenüber straffällig gewordenen Asylbewerbern und Migranten. Pegida sei auch nicht gegen sexuelle Selbstbestimmung, sondern gegen, ich zitiere aus dem Positionspapier, dieses wahnwitzige Gender-Mainstreaming, auch Genderisierung genannt, die nahezu schon zwanghafte politisch korrekte Geschlechtsneutralisierung unserer Sprache. Und zu guter Letzt, Pegida sei grundsätzlich weder gegen Moslems noch gegen den Islam, sondern gegen die Islamisierung. Unter Islamisierung ist eine Vorherrschaft des Islams gemeint, welche mit Zwang und Gewalt durchgesetzt werden soll. So sei Pegida gegen Radikalismus und das Zulassen von Parallelgesellschaften oder Parallelgerichten in unserer Mitte, wie zum Beispiel das islamische Scharia-Gericht. Fazit. Pegida ist nicht gegen Menschen anderer Länder oder anderer Religionen gerichtet, sondern gegen Machtmissbräuche. Ob diese nun Asylanten betrifft, Religionen, hiesige Politiker oder sogar die Presse. KlarTV befürwortet den gewaltfreien Kampf gegen jegliche Machtmissbräuche. Wie sehr dabei die Gefahr einer Islamisierung zu gewichten ist oder ob andere Gefahren weit mehr zu gewichten sind, sei dahingestellt. Kommen wir nun zu Punkt 2. Wir heben hervor, wie nun die Medien und Politiker mit diesem Unbehagen der Pegida-Demonstranten gegen Machtmissbräuche vorgehen. Anstatt nämlich dieses Unbehagen ernst zu nehmen, das zum größten Teil gegen die Medien und Politiker selbst gerichtet ist, wird nun erst recht Öl ins Feuer gegossen. Anstatt von einer Anti-Islamisierungsbewegung spricht die Presse beinahe geschlossen von Anti-Islam-Demos. Anstatt das Unbehagen gegen Machtmissbrauch aufzugreifen, schiebt sie den Pegida-Anhängern Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in die Schuhe. Angela Merkel in ihrer Neujahresansprache doppelte gleich nach und sagte allen, die auf solche Pegida-Demonstrationen gehen, ich zitiere, folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen, denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen. Fassen wir nun Punkt 2 mit anderen Worten zusammen. Die Opfer, welche die Machtmissbräuche anzeigen, werden durch Medien und Politikern zu Tätern gemacht.
Drittens und abschließend stellt sich die Frage, was nun die Medien und Politiker mit ihrer Verunglimpfung der Pegida-Macher und Demonstrierenden bezwecken möchten. Auch ohne zu spekulieren, kann das an der Frucht abgelesen werden. Die Menschen werden gegeneinander aufgewiegelt, die Gemüter gespalten, es wird zu Gegendemonstrationen aufgerufen oder, wie ein Internetnutzer kommentiert, ich zitiere, es klingt wie Teile und Herrsche. Diese Redewendung, die aus dem Lateinischen stammt, bedeutet, dass man ein Volk oder eine Gruppierung in Untergruppen aufspalten soll, damit sie leichter zu beherrschen bzw. zu besiegen sei. Denn es liegt in der Natur, dass jedes Volk und jede Gruppierung, die in sich uneins und zerstritten ist, leicht besiegt und für andere Zwecke missbraucht werden kann. Meine Damen und Herren, könnte es nun sein, dass die Pegida-Bewegung von Medien und Politik gezielt missbraucht wird, um erstens Uneinigkeit und Zwietracht im Volk zu sehen, um zweitens auf diese Weise jeden Widerstand zu brechen und drittens, damit der Machtmissbrauch der Medien und Politik und der Drahtzieher dahinter uneingeschränkt fortschreiten und zum Ziel kommen kann? Diese Gefahr scheint derzeit noch größer als einerseits die befürchtete Islamisierung oder die andererseits angeprangerte Fremdenfeindlichkeit. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, helfen Sie mit, diese Zusammenhänge an die Öffentlichkeit zu bringen, damit das Aufhetzen der Medien und der Politik ein Ende nimmt und jede Uneinigkeit und damit der verbundene mögliche Bürgerkrieg auch in unseren Breitengraden im Keim erstickt wird. Dies scheint besonders für Gruppierungen existenziell, welche sich gegen Machtmissbräuche und für den Frieden einsetzen. Einen guten Abend. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV aus dem Studio Roth. Guten Abend. In dieser heutigen Sendung stellen wir uns die Frage, war das Tiananmen-Platz-Massaker eine Erfindung der Medien? Mittlerweile gilt es als erwiesen, dass es beim Studentenaufstand am 4. Juni 1989 auf dem Pekinger Tiananmen-Platz, zu Deutsch Platz des himmlischen Friedens, seitens der Regierung weder ein Massaker noch Tote gegeben hat. Selbst im meistgenutzten Online-Nachschlagewerk Wikipedia kann es jeder nachlesen. Der australische Ex-Diplomat Gregory Clark schrieb 2008, dass Vertreter der Regierung mehrmals erfolglos versucht hatten, mit den Demonstranten Kompromisse auszuhandeln. Später wurden unbewaffnete Truppen eingesetzt. Diese sind jedoch von der wütenden Menge zurückgedrängt worden, sodass schließlich am 4. Juni bewaffnete Soldaten zum Einsatz kamen. Deren Fahrzeuge seien von der Menge in der Umgebung des Platzes in Brand gesetzt worden. Häufig mitsamt den Soldaten. Es gab zwar Hunderte von Toten, Studenten, Zivilisten und Soldaten in anderen Teilen der Stadt, aber es war ein ausgewachsener Aufstand und kein gezieltes Massaker, so Clark. Nicht, dass die Toten zu entschuldigen sind. Doch wie ist es möglich, dass die allermeisten Massenmedien, allen voran Spiegel Online, 25 Jahre danach, immer noch von einem Massaker auf dem Tiananmen-Platz sprechen? Mit dieser Frage wollen wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen.